Der Fritz ist so spät in die Schule gekommen. Der Lehrer war nun gleich benommen. Na, Fritz, warum kommst du dann erst jetzt? Zur Strafe wird sich in die Ecke setzt. Ach, sagt der Fritz, ich kann nichts dafür. Ich bin ja sonst immer pünktlich hier. Wir hatten da harme, unruhige Nacht. Der Storch hat unser Kind gebracht. Na ja, da gratuliere ich schön. Hast du das Kind denn auch schon gesehen? Du musst doch selber für dich heute Morgen sorgen. Im Bett blieb die Mutter doch heute Morgen. Ach nee, Herr Lehrer, so ist es nicht. Meine Großschwester liegt dafür im Bett. Die Mutter hat vor viele Wochen dem Hans ein Brüderchen versprochen. Dem Hänschen war die Zeit zu lang, und er fräscht die Mutter bang. Mama, ist es auch bestimmt, dass ein kleiner Bruder kommt? Du siehst doch, er käme am 2. Mai und der ist doch schon längst vorbei. Ach, Hänschen, komm mal her zu mir, dein kleiner Bruder, der ist hier. Du, da häng auf mein Leib, mein Lege, du fühlst, wie er sich tut bewegen. Das Hänschen spürt, ich darf erschreckt. Schnell rennt er von der Mutter weg. Weinend hockt er auf die Stiege. Nie werd ich einen Bruder kriegen. Niemals werd ich das vergessen. Die Mutter hat Luft gefressen.